Okay, hallo. Ich spreche jetzt mit Nintendo 3DS von. Aber halt von innen, wie er innen benutzt wird, nicht nur außen. Und ja, dann fange ich mal an. Also hier sind erstmal die Knöpfe. Das ist jetzt Rot und Schwarz halt. So. Ich nehme mal erstmal an. Das geht da. Entschuldigung. Da geht es an. Das Power. Hier. Und dann leuchtet auch noch immer so ein Lämpchen mit an. Okay, hier ist schon so Knöpfe. Da ist jetzt das Spiel. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Mario hatte. Hier ist die 3DS-Kamera. Oh no. Jetzt bin ich da drauf gekommen. Ja. Okay. Jetzt sieht man hier halt noch das. Geht jetzt nicht wegen dem Hintergrund zum Busy. Ganz mal Innenkamera. So, man hier los ein bisschen. Machen wir jetzt mal die N beenden. Okay, dann hätten wir noch hier das Download-Spiel. Dann die Sounds. Dann Case Race. Mii Maker. Und Street Pass Mii Lobby. Dann noch Nintendo eShop. Gesundheit und Sicherheitsinformationen. Dann AR Game. Und Aktivitäts. Log. Systemeinstellungen und das war's. Und man kann ins Internet gehen damit. Das kann man dann hier nebenan machen. Da. An der Seite. Dann leuchtet dann da immer sowas. Und wenn man ausmacht, muss man wieder auf Power klicken. Und dann muss man immer ausschalten drücken. Wenn man das nicht drückt und zuklappt, dann bleibt der die ganze Zeit an. Das sieht man auch hier. Dann kommt wieder Home-Menü, dass es dann wird. Dann mache ich ihn erst wieder mal aus. So, jetzt ist er wieder aus. Also, das ist eine schöne Farbe. Das ist zweilagig und stabil. Oben ist es etwas dunkler. Dann nochmal hier und hier. Hier ist das hier hinten. Soweit ich weiß, das Mikrofon aber. Hier kommt das Spiel rein. Da kann man auch die normalen DS-Spiele reinmachen. Und die 3D. Da kommt der Stift rein, den habe ich aber gerade nicht hier. Das ist für den Strom aufzuladen. Hier sind die Längs- und Rechtstasten. Hier kommt die SD-Karte rein. Mach ich sie mal auf. Hier. Okay, ist sie. 2 GB von Toshiba. Das ist überhaupt richtig. Ja. So, können wir dazu machen. Und hier hinten ist halt dann immer so. Der Seite nochmal. Der ist auch sehr dünn. Also, naja, nicht gerade dünn, aber schwer etwas. So, ja. Ja, dann nochmal das 3D oben, das silberne. Unten das von den WLAN. Ja, das war's dann eigentlich schon. Hier stellt man das 3D an und aus ein. Also an und auf. An und auf. Ja, und dann die Knöpfe nochmal hier. Naja, das ist schon nicht die Kamera. Das sieht man nicht, weil es ja schwarz ist. Das ist die Kamera. Da oben. Hier sind die Lautsprecher. Ja, das war's dann auch schon.